Die Schneefälle nächste Woche könnten etwas heftiger sein, als man das sonst in Deutschland gewohnt ist. Denn sowohl das deutsche als auch das europäische Wettermodell berechnen heftige Schneefälle im Süden Deutschlands. Also es geht danach zum Dienstag, geht es dann los. Der Regen geht an der Mittelgebirgsschwelle in Schneefall über, trifft auf diese Kaltluft, die hier bei uns liegt und staut sich dann in den Alpen und es schneit dann dort fast 3 Tage durch. Und das heißt, es gibt Schneemengen, die man sonst hier so nicht unbedingt kennt. Also 1 Meter Neuschnee in Garmisch, also im Tal. Oder auch 30 Zentimeter in München. Und wir sehen, wenn wir uns diese Karte angucken, dass eine ganze Region droht einzuschneien. Und wenn das so wirklich so kommt, dann müssen wir uns auch keine Gedanken über die 15-Kilometer-Regel machen. Denn dann ist tatsächlich, da müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir überhaupt zur Arbeit kommen oder wie wir überhaupt zum Einkaufen kommen. Also, es droht tatsächlich ein großes Schneefallereignis in Deutschland. 2 sehr wichtige Wettermodelle berechnen das bereits. Das heißt, das ist ernst zu nehmen. Und es könnte tatsächlich sein, dass nächste Woche eine große, richtige Schneebombe auf Deutschland zukommt. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf weather.com.